Who is Elvis? Who is Elvis? Hallo und schönen guten Tag, liebe Musikfreunde. Wir senden heute aus einer anderen Location. Wir sind heute im belgischen Viertel in Köln. Und heute, das Thema zu dieser Sendung ist No Respect Records. No Respect Records war das Label von meinem Gast heute, Ramon Senker, mein damaliger Partner und Freund immer noch irgendwie. Ja. Ne? Und No Respect Records war als das Label, was wir damals gegründet haben. Und die Story dazu, zu dem Label, erzählen wir euch gleich. Und bevor wir jetzt zur ersten Platte kommen, geht es eigentlich um die Label-Story, wie das Label entstanden ist. Und das, wir hatten also, muss man sagen, wir hatten einen Track produziert, innerhalb von ein paar Stunden war das Ding fertig. Und was machen wir da rein? Haben wir noch einen Vocal reingemacht, ich habe noch was reingesprochen. Genau, Who is Elvis haben wir uns Elvis überlegt, so ne? Zum damaligen Thema mit James Brown is Dead gab es. Ne? Genau. Da wollten wir noch einen draufsetzen. Ja. Hast du Who is Elvis eingesprochen, schön, mit einem Atari-Klicken im Hintergrund, wenn man es genau hin hört. Und ja, dann haben wir das fertig gehabt und haben uns überlegt, was machen wir damit. Genau. Und die Majors, für eine Major Company war es halt, haben wir gedacht, ach, das ist viel zu klappig, viel zu underground. Und für die anderen Label, mit denen wir gearbeitet haben, die waren auch schon zu. Die waren zu alle dem versorgt Zeitpunkt. Da war bald Weihnachten und dann signen die halt nichts mehr. Und dann haben wir überlegt, wir wollten eh mal irgendwann ein Label gründen. Und dann haben wir das halt als erste Produktion genommen. Genau. Und sind mal losgefahren, haben mal geguckt, wie man Platten presst. Genau. Dann sind wir ja dann nach irgendwo hinter Dortmund, so ein Presswerk, was es gar nicht mehr gibt. Und haben dann. Wir wussten auch nichts was mit Grafik, das war so ein Standard-Grafik-Ding, was man sich aussuchen ganz konnte. Simpel. Und ganz simpel und ganz einfach, in einem weißen Pappcover. Und waren dann ganz stolz, als wir die Platten gekriegt haben. Und waren aber dann noch überraschter, als uns dann die Bude eingerannt haben. Genau. Und dann irgendwie, als die ersten Lizenzierungsanfragen dann kamen, ich weiß noch, in meinem Zimmer damals, in meinem Faxgerät morgens früh kamen, dann, ja, hier, hallo, hier ist Flying Records, wir würden uns gerne lizenzieren für Italien oder Holland, Spanien, Belgien und also Sachen. Und dann. Ja, so ging es dann los. Und jetzt spielen wir mal den ersten Song an und die erste No Respect Records lief dann unter dem Namen Phenomenia und fangen wir mal an. Who is Elvis? 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 Da war ein Klicken. Ja, who click? Nee, ja. Who click is Elvis. Ja, genau. Ja, und die Story war dann so zu Who is Elvis. Ne? Wir sind dann irgendwie zu unserem Stammlabel, wo wir mit unserem Hauptprojekt Interactive waren. Ja. Dieter Stemmer hat uns angerufen und meinte dann, ich möchte den Titel gerne für Interactive haben. Fanden wir natürlich nicht so toll, weil wollten wir eigentlich nicht, weil es ging gerade mit den Lizenzierungen und gut, wir haben gerade 1000 Platten irgendwie, sind zum Vertrieb geschifft worden, die waren auch direkt wieder weg. Ja. Und sagte Dieter halt, ich würde es gerne für Interactive haben und wenn es halt nicht in Interactive wird, dann würde bei ihm eine Coverversion kommen. Genau. Oder er würde es covern lassen. Oder er würde es covern lassen, dann waren wir halt in der Zwickmühle. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir uns selber auch nochmal als Interactive. Und ja, war dann halt Erfolg, Platz 7, glaube ich, in den deutschen Mediakontrollcharts. Aber war natürlich ein bisschen ein bisschen verwirrend für die Leute. Hier hört man den legendären Roland SH101, sind die. Ja, und das gehen wir mal zur nächsten Nummer. Zweite Vorbild, ja. Direkt dabei.
die B-Seite und die heißt Just Good Friends. Es gab damals eine Whisky-Werbung, ne? Genau. Oder war das Smirnoff? Smirnoff und ja. Irgendwas? Just Good Friends. Und dieser Titel besteht nur aus einer 606 und 303, haben wir es ja mitgebracht. Genau. Und die sind halt Just Good Friends. Die genau. Sind auf zwei Maschinen, die sind gleichzeitig rausgekommen. Und ja, haben uns jetzt gedacht, dass ich halt gleich mal ein bisschen mit rumjamme. Genau. Reinjamme, denn das ungefähr so zeige, wie das halt damals entstanden genau. ist. Genau. Und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Hier Ramon an der 303 und da hat er die 606, also da ist der Drumcomputer, hier ist die Roland Tebow 303, die Bassline-Maschine. Und da redet er hier schön an den Knöpfchen hier. So konnte man früher einen ganzen Track produzieren. Wir haben es da auf der B-Seite gemacht, hatten halt auch einfach eine Session aufgenommen, ja. So ungefähr genau so. Wie genau, so haben wir das auch, ja. Genau so haben wir das aufgenommen, eine Session. Einer da, und dann ja. Schön war's, ne? Weiter mit einem nächsten Track. Energy, flow, eternal. Ja, das war dann die erste Jens Lissert. Ja, genau. Auf No Respect Records, eigentlich ursprünglich geplant für R&S Records Belgien. Genau. War es auch, ne? Wir war es eigentlich das, geplant, ja, genau. Und dann haben wir dann nochmal selber veröffentlicht mit Remixen. Und ja, das Sample am Anfang ist auch schon hier und da mal gesampelt worden. Ja. Von meine Stimme anderen. In der Welt. Ja. Und, ich bin geklaut worden. Das haben wir damals, ich weiß auch genau, das hast du eingesprochen. Ich hatte so einen kleinen Rapman ja. mit so einem Mikrofon. Ja. Und darüber hast du es eingesprochen. Ja. Also das war zum Thema High-End-Sampling oder ja. High-End-Mikrofonaufnahmen. Ja. Ne? Ja, genau. Ja. Und gleich kommt irgendwie was ganz Besonderes. Ich saß da mit meiner Cola-Dose. Mit der Kia, genau. Und ich saß ja, wir haben ja immer die Kotelett-Boot, wo wir die Cola-Dose gekauft haben im Studio. Ja. Ne? Dann saß ich da, glaube ich, mit meiner Cola-Dose und meinte, oh, okay, hör mal hier, der Griff von der Cola-Dose, oben der Schnipper. Da haben wir dann irgendwie so, ne, ja, das genau. ist mal ein neues Snare-Drum-Samplen. So, dann war das so, plink. Das ist ne? Nee, kommt es gleich. Kommt es gleich. Nein, mehr Stimmen, wenn es ja. zu bringen, ne? Ja. Ja. Energy. Ja. Flow. Die ist sehr. Innovative Sound. Flow. Nie gehörte Sounds. Einzigartig. Energy. Weltliga-Klasse Sounds. Flow. Energy. Flow. Eternal.
zu Energy Through Eternal gab es natürlich noch einen sehr coolen Remix, der Meistermix. Ich werde jetzt erstmal gleich die nächste Platte spielen und dann kurz nochmal den Meistermix einmixen, weil da war ein sehr prägnantes Instrument drin. Ne? Den fand ich meiner Meinung nach der besten VÖs, ja. Meiner Meinung nach. Okay. Genau, da, genau. Mal kurz den Tausch. Ja, Brett hieß die, ne? Weil damals war ja immer Dinger, ja. Gute Titel, gute Techno-Titel waren Brett. Genau. Das hat ja damals fing es an, wusste keiner richtig, was mit dem Begriff anzufangen. Und wir haben einfach mal das ganze Projekt so genannt. Das war dann der Meistermix und gleich kommt dann das prägnante Instrument, wovon ich gerade sprach. Das ist sozusagen der Dudelsack. Ah, Dudelsack, ja. Der Dudelsack. Vor dem späteren Dudelsack-Hit.